Ja, hallo liebe Zigarren-Aficionados, heute ein weiteres Zigarren-Review von mir. Und zwar haben wir hier wieder die Leonel am Start und zwar mit der Signature Toro. Ich hatte ja die Maduro schon reviewed gehabt und hier haben wir jetzt die Connecticut-Version, also mit dem USA Connecticut Shade Deckblatt, Umblatteinlage Nicaragua. Kostet 9,90 € 15 cm Länge und ein 52er Ringmaß. Das Besondere ist, du hast halt hier nochmal zusätzlich ein Deckblatt, was um das Deckblatt gemacht wurde, um halt eben den Reifeprozess deutlich würziger zu gestalten, deutlich besser zu gestalten. Kann man so im Prinzip wirklich erwarten, dass sich eine schöne Würze und ein tolles Aroma noch auch bei dir daheim halt im Prinzip sich entwickelt. Nicht immer in diesem Zellophan und so weiter und so fort. Ich habe jetzt damit keine Langzeiterfahrung, aber macht zumindest optisch schön was her. Muss man halt dann im Prinzip, also so raucht man die nicht, ist ja klar. Also man muss die natürlich befreien. Falls ihr das gedacht habt, dass man die jetzt so die mitraucht, das ist wirklich nur im Prinzip zum Nachfermentieren daheim gedacht. Und das heißt, man muss die halt dann öffnen, insofern ich das jetzt mit einer Hand hinbekomme, und dann die von dem Deckblatt befreien. Und dann kommt die Zigarre erst nämlich zum Vorschein. Haha. So sieht's nämlich aus. Kannst du dann, wenn du deine Kiste holst, gibt es in 20er Kisten, kannst du dir die Dinger sammeln und dann im Prinzip selber schöne Medium-Filler-Zigarren zusammenbasteln. Ja, und hier haben wir sie. Nochmal ein schönes Bändchen hier. Und das ist die Connecticut Shade-Variante. Wie gesagt, die Maduro-Variante hatte ich schon, fand ich ganz gut. Und bin echt mal gespannt, wie das dann hier mit der normalen Standard Connecticut sich verhalten wird. Also, bis gleich. Ja, vom Kaltzug und Kaltgeruch her kommt sie relativ verspielt daher, leicht süßlich. So eine gewisse Nachklangwürze, sage ich jetzt mal. So im retronasalen Bereich kommt dann so ein gewisses Gewürz, ansonsten ein bisschen Zedernholz, ein bisschen Floral. Ein bisschen was Süßes eben. Deswegen machen wir es jetzt mal an. Und ja, bin gespannt, wie sie sich entwickeln wird. Nimmt das Feuer sehr gut an. Schöner blauer Rauch. Ja, das berühmte Flugzeug im Hintergrund. Du hast eine super Rauchentwicklung, schöner Gegenzug, schönes Rauchvolumen. Bekommst jetzt gleich was kernig-nussiges gleich. So eine gewisse grasige Bitterkeit, so typisch Connecticut Shade-mäßig. Bisschen Tabak, bisschen Holz und eben dieses leicht nussig-süße, ganz dezent. Und ja, das ist so mein erster Eindruck. Bis gleich. Ja. Wir haben halt die typische Connecticut Shade-Kombination aus so ein bisschen was Süßlichem, Zedernholz, bisschen Creme, aber eben so dieses leicht grasige, bittere, saure, leicht scharfe. Und ansonsten kommt so ein bisschen Cappuccino, ein bisschen Kaffee dazu. Ist jetzt insgesamt eher mild auf jeden Fall. Aber so die ersten 3, 4, 5 Minuten ist die Zigarre schon so ein bisschen bitter. Aber das ist oft das so bei diesen Connecticut Shade Deckblättern. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ganz früher, wenn man in den Laden eingegangen ist, hat man immer gesagt, hey, wir möchten eine ganz milde Zigarre für einen Grillabend zum Geburtstag. Und da wurde uns immer
Also jetzt im Nachhinein denke ich, dass so wurde uns immer ein Connecticut Shea dann halt eben gegeben. Und oft ist halt eben ab der Mitte oder am letzten Drittel werden die halt dann relativ bitter und scharf. Und deswegen, ich bin nicht so der Riesenfan von Connecticut. Aber der Vorteil ist, dass du halt oft dieses leicht cremig-süßliche hast. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein besseres Connecticut Shade Deckblatt, muss man so sagen. Weil das halt echt nur am Anfang so 2, 3, 4 Minuten so eine gewisse Bitterkeit und Schärfe hat. Dann kommen eben diese verspielten cremigen und Cappuccino-Aromen eher hindurch. Abbrand ist gut. Rauchvolumen ist gut. Ja, schmeckt. So Leute, wir sind jetzt bei knapp 2 Stunden. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Also du bekommst für deine 99 auf jeden Fall viel Zigarre, viel Rauchgenuss. Aromatisch tut sich nicht viel, ist ein bisschen milder geworden sogar, ein bisschen was Süßliches, nach wie vor ein bisschen Creme, ein bisschen Kaffee hier und da, Zedernholz, so ein Hauch Toast hier und da, angenehm zum Rauchen, also für Anfänger definitiv geeignet. Abbrand ganz gut, wie ihr seht, und ja, unkomplizierte Zigarre. Aber geschmacklich jetzt nicht wirklich weltbewegend, aber schmeckt. Also von dem her, so zum Tag starten, ist es eine gute Zigarre und für Anfänger auf jeden Fall geeignet. Und ihr bekommt, wie gesagt, recht viel Rauchdauer. Also ich denke mal, dass wir da 2,5 Stunden für diese 10 Euro auf jeden Fall hinbekommen werden. So, also wir sind jetzt echt bei 2,5 Stunden angekommen. Ihr bekommt für die 10 Euro echt viel Geld. Und was ich jetzt zugute führen muss der Zigarre, sie wird nicht extrem bitter, sauer oder scharf, so wie ich es in meiner Story von früher vorhin erzählt hatte, dass man oft dann eben die günstigen Zigarren wollte, die halt mild sind. Und es war immer eine Connecticut, die er dann aber ja, für 2-3 Euro dann einfach nur scharf wurde und hat man die jetzt spätestens nach der Hälfte, knapp nach der Hälfte abgelegt. Früher halt, ganz früher meine ich. Und hier, schöner Blend, also sie wird nicht zu scharf, nicht zu bitter, nicht zu sauer, nicht zu grasig. Selbst jetzt nach über 2-2,5 Stunden, von dem her guter Blend. Ist halt aromatisch sehr ja, geradlinig, nichts Weltbewegendes. Aber schmeckt, ja, deswegen. Also für 10 Euro, 2,5 Stunden kann man gut runterrauchen. Gut, hier jetzt platzt es ein bisschen auf. Ja, mein Gott. Ich werde es noch weiter rauchen. Ich schätze mal 3 Stunden peile ich an. Mal schauen. Und deswegen kriegt sie doch auch eine 4 von 5. Also aromatisch wäre sie eher eine 3. Aber das Gesamtpaket halt eben, noch das Umblatt drumherum, so diese coole Aufmachung, wie ihr am Anfang gesehen habt. Und ja, grundsätzlich ist es gut verarbeitet, das Ding. Schönes Rauchvolumen, schöner Abbrand bis jetzt. Und auch zum Schluss noch schön lecker rauchbar, gut rauchbar. Von dem her kriegt sie eine 5. Ja. Entschuldigung. Eine 4 von 5. Ja.